US-Dollar. Das heißt, ein Aufschlag von 0,6% können wir hier verzeichnen. Gestern so gut wie unverändert aus dem Handel gegangen bei 1.254 Dollar, die Feinunze. Wir gehen zurück und schauen uns die ganze Woche an. Und da sehen wir das Niveau, das war schon deutlich niedriger hier. Der Kurs fällt runter auf das Niveau von fast 1.242 US-Dollar, kann sich dann aber rappeln. So langsam, langsam. Sie sehen hier diesen heftigen Anstieg am 5. Juni. Und Sie erinnern sich, das war der Tag der EZB-Sitzung, wo Mario Draghi die Zinsen gesenkt hat und auch den Einlagezins erstmals in der Geschichte im negativen Bereich nach unten gedrückt hat. Das heißt hier einen Aufschwung für Gold. Seitdem sind wir wirklich lange hier bei der Marke von 1.254 US-Dollar verweilt, bis dann aber tatsächlich heute wieder eine ordentliche Schippe nach oben gesprungen werden konnte. Der DAX gibt ab, beim Gold geht es nach oben, teilweise sogar noch höhere Stände, aber momentan muss man sagen 1.261 US-Dollar pro Feinunze. Warum oder wie deutlich schlechter es schon in den vergangenen Jahren aussah, das sehen wir jetzt bei den letzten 6 Monaten bei diesem Bild. Sie sehen hier, der Kurs oder der langfristige Trend kommt von einem wesentlich höheren Niveau. Wir waren schon oberhalb der 1.350 US-Dollar. Der Kurs, muss man sagen, tatsächlich dann eine deutliche Schippe darunter noch. Aber hier hat man dann im Februar das ganz klare Kaufsignal generiert. Und Sie erinnern sich, da kamen so die ersten Auswirkungen der Krimkrise, der Unruhe zwischen Russland und der Ukraine. Und natürlich flüchten die Anleger wie so häufig in den gedacht sicheren Hafen des Goldes. Das heißt, immer wenn irgendwo Unruhen auftauchen, wenn Unsicherheit am Markt ist, dann ist Gold wieder etwas mehr gefragt. Man muss aber sagen, man hat hier einige Hochpunkte ausgebildet. Aber trotzdem muss man sagen, man rauscht dann hier kurze Zeit später wieder ab und verfällt dann in diese Seitwärtsrange, liebe Zuschauer, die aber auch nach unten aufgelöst wird. Sie sehen es. Hier waren sich Bullen und Bären alles andere als einig. Dann haben sich aber tatsächlich die Bären durchgesetzt und hier fällt man unterhalb des langfristigen Trends, kann sich aber jetzt wieder etwas besser positionieren. Noch schlechter sah es aus, wenn wir den Jahreschart anschauen beim Gold. Wir sehen den Jahreshochpunkt bei 1.417 US-Dollar, also hier im Bereich, aber auch des Jahreshoch hier noch unterhalb des langfristigen Trends, also noch im intakten Verkaufssignal. Jahrestief natürlich deutlich darunter. Und zwar hier bei den 1.188 US-Dollar. Aber Sie sehen auch hier, das Verkaufssignal, das rührt von noch weiter zurück aus der Geschichte. Das heißt, man rutscht hier nach unten, kann zwar hier dieses kurzfristige Kaufsignal generieren, aber es eben nicht nachhaltig unterstützen und nachhaltig halten. Momentan zwar wieder grüne Vorzeichen. Die Frage ist aber, wie weit kann sich Gold dann tatsächlich wieder aufrappeln und vielleicht wieder Luft holen zu neuen Höhenflügen? In den letzten 3 Jahren, da sehen wir hier, wir kommen auch hier von einer Seitwärtsrange, hatten hier absolute Hochpunkte ausgebildet, noch im Jahr 2011. Da zeigt auch der langfristige Trend noch nach oben, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Dann kommt hier diese Uneinigkeit, diese Seitwärtsrange und hier 2013, ja, da rauscht man ab fast schon ins Bodenlose. Liebe Zuschauer, wir werfen einen Blick